Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Minecraft. Ja, vielleicht habt ihr es bemerkt, es ist Folge Nummer 10 und ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, auf einer anderen Welt zu spielen und zusätzlich zum Feier des Jubiläums Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Maestro! Falls ihr die Musik ein bisschen dämlich findet, die ist ein Soundtrack von einem Spiel, das ich seit Ewigkeit nicht mehr spiele. Also wundert euch nicht, dass das vielleicht ein bisschen altertümlich klingt. Das Spiel ist auch recht alt. Egal, ich zeige euch mal die Welt. Also da hinten ist meine Überlebenshütte. Das war mein erstes Haus da auf dieser Datei. Erwartet, ich drehe die Musik ein bisschen leiser. Das solltet ihr jetzt noch hören. Also weiter geht's. Also das ist eben die Überlebenshütte. Sehr primitiv. Fast überhaupt nicht eingerichtet, aber hat fürs Erste gereicht. Und ich muss euch sagen, ich spiele jetzt auf friedlich, aber normalerweise spiele ich auf einfach oder normal die ganze Zeit. Das wollte ich euch nur kurz sagen. Ja, dann hatschen wir mal zur anderen Hütte. Zu meinem Haupthaus. Warte, sieht man schon? Nein, man sieht es noch nicht. Weil das ist geil, das habe ich auf diesem Berg da oben. Oder ist es ein anderer? Ich glaube, es ist auf dem... Nein, nicht auf dem, auf dem nächsten. Habe ich auf einem Berg gebaut. Und da muss ich jetzt sagen, es ist das erste Mal gecheatet gewesen, dass ich da zum Spawnpoint geflogen bin. Das ist das erste Mal auf dieser Datei gecheatet. Ehrenwort. Ich habe sonst alles mit der Hand gemacht. Okay, da laden sich jetzt irgendwie die Chunks nicht, aber egal. Mal reinlatschen, ist das schon. So, ja, da ist der Aufzug von meinem Haus. Da oben ist es. Da. So, jetzt warten wir, bis sich der Berg geladen hat. Da ist es. Warum kriegen die Spawn? Achso, die Spawn. Egal. Also ich schwimme jetzt einmal den Aufzug nach oben. Dann zeige ich euch mal die restliche Welt. Und falls ihr euch denkt, was leuchtet da oder was soll das da? Das sind Teile von meiner Mine. Weil da auf diesem Berg und auf dem Berg da sind Teile meiner Mine drin. Aber das zeige ich euch auch noch. Aber ich glaube, das Minenherzeigen spare ich euch dann lieber. Und was da drüben ist auch noch ein Teil von der Mine. Also ich schwimme jetzt einfach mal nach oben, da der Aufzug. So. Weil das Coole ist, das ist ungefähr 50 Meter Höhe angebracht. Also schätze ich mal, sollte das in echt sein. Um die 50 Meter. What? So, jetzt sind wir drin. Herrgott, ich bleib ständig hin. Was da steht? Lift. Schneller Weg, weil wenn man da runter hüpft, überlebt man es. Aber es geht recht schnell. Da überlegt man es nicht, wenn man runterspringt, egal wie man es anstellt. Und deshalb habe ich das genannt Highway to Respawn, nicht Highway to Hell. Also das lehne ich an dieses Lied an. Okay, das ist nicht der beste Joker, aber es ist lustig. So, die Tür ist doppelautomatisch, die nur auf der einen Seite. Dann zeige ich euch einmal das Haus. Okay, die Nummer ist nicht so toll. Wartet. So, die ist besser. Bett, Aussicht, da ist mein Nether-Portal. Da ist die Kiste voller Picks. Habe ich es euch nicht gesagt? Kein einziger von denen ist ercheatet, ich schwör's. Auf Gott. Ja, dann zeige ich euch, was ich noch alles habe. Also da drei Öfen, ich glaube alle an Fackel bereit. Ja. Workbench. Jede Menge Inventar. Auch sehr viele Erfahrungsfläschchen, die habe ich den Dorfbewohnern geflattert. Die drei Diamanten auch. Die habe ich nicht gefunden, die habe ich aus dem Dorf gefördert. Was ich auch, ich glaube, in Folge 2 gesagt habe, man soll die immer plündern. Sie ist wegen den Diamanten. Weil man findet öfters Diamanten. In dieser Kiste Waffenwerkzeug allerlei. Dann zeige ich euch noch das andere. Also Mine zeige ich jetzt nicht her, weil die ist recht groß.
Jedenfalls, da ist mein Gehege, da sind Kühe und Dings und Hühner drin, die züchte ich. Dann hier ist Kakao für Kekse. Und hier sind meine Felder, da züchte ich Melonen, Weizen und Kartoffeln. Ah ja, und ich fasse jetzt da nichts an, weil ich will das nur herzeigen, nicht spielen die Welt. Und dieses Portal, da führt ins Nether und das ist eigentlich eine Abkürzung, weil, ich zeig's euch, wenn ich oben bin. Der einzige Grund, warum ich öfters vom Berg runtergehe, ist, weil, jetzt nicht geladen, aber da hinten ist ein Dorf. Ich warte jetzt, bis das lädt, weil ich habe ein zweites Portal hinterm Dorf gebaut und das ist jetzt eine Art Abkürzung. Jetzt muss ich warten, bis sich das generiert. Das ist immer so bei Fraps, die Welt generiert sich generell viel langsamer. Also, die Shader. Das ist ein bisschen blöd. Bei den drei Aufnahmen, die ich heute mache, werde ich Musik dazu spielen. Also diese da, die ist von Arno 1505, falls ihr euch fragt. Ah, da ist schon das erste Dorf. Also kommentiert es euch, wenn es nicht gefällt oder wenn es euch sehr gefällt, wenn ich Musik dazu habe. Also ich werde es wahrscheinlich bei den nächsten paar Folgen, wenn ich Musik so oder so machen. Wenn es euch gefällt, lasse ich es. Wenn es euch nicht gefällt, lasse ich es weg. Okay, also das ist eure Entscheidung. Wenn ihr nicht schreibt, deute ich das dafür, dass es euch gefällt. Oder wenn ihr dann nach 12 Folgen Musik sagt, nein, aus, ich will das nicht mit euch auch auf, okay? Also, das wollte ich euch nur mal sagen. So, ja, da ist das Dorf. Man sieht es noch nicht ganz, aber es reicht. Jetzt gehe ich mal ins Portal. Da ist das zweite. Weil das ist ganz leicht, man kann das ganz gut auf Präzision machen, weil ein Block in der Wirklichkeit entspricht 10 Blöcken im Nether. Andersrum. Ein Block im Nether entspricht 10 Blöcken in der Wirklichkeit. Also das müsste ich nur abmessen, ne? Durch 10 dividieren und hier gehen und das zweite Portal aufstellen und fertig. Portal hinter Dorf war fertig. Dann gehe ich rein und dann schaue ich in die Richtung und dann ist dort das Dorf. Ganz einfach Trick, merkt euch den. Also netter Bahnhöfe. Hier. Ja, das ist ein bisschen im Wasser gespawnt, aber ist auch wurscht. Da habe ich meine Schneise durch den Wald geschlagen. Dass ich immer gleich weiß, in welche Richtung ich hatschen muss. Jetzt kommen wir von hinten rum ins Dorf. Ja, jetzt Setzling. Ungefähr ist das andere Portal, durch das wir gerade gekommen sind. Also Nether Abkürzung. Macht's dir auch mal, das ist recht nützlich. Weil sonst müsste ich immer berg rauf, berg runter, durch die Landschaft. Das ist ziemlich ätzend. Also jedenfalls hier ist der Brunnen vom Dorf. Ha, ha. Hihi. Okay, jetzt lasse ich dich in Ruhe. Da ist dann Feld und alles. Aber das ist generiert, das habe ich nicht gemacht. Bibliothek. Hier ist die Schmiede. Und da habe ich die Diamanten und ein paar Eisensachen gefunden. In dieser Truhe. Ich gebe euch dafür den Set. ja, dann da drin ist noch eine Bibliothek. Und da habe ich auch alle Kartoffeln und alles. Jede Menge Felder und da noch so ein paar Standardhäuser. Die eigentlich eh nichts bringen. Aber ich frage mich gerade, wo die Bewohner hin sind. Das sind so um die 10 oder 11 Villager. Sind hier normalerweise. Ich frage mich jetzt, wo die sind. Ah, da sind sie. Hi, guys! Wie geht's euch? Bitte. Hey, gar nicht mal so ein schlechtes Geschäft. Und du, was sagst du? Bitte. Ja, vergiss es. Wucher. Ah, Schmied. Was will ich? Bitte. Bitte. Ja, egal. Mit Villagern zu verhandeln ist eh ziemlich schwachköpfig. So, schottische Musik.
Also, falls ich euch was über Anno 1503 erzählen soll, es gibt nicht viel zu erzählen. Es ist ein Aufbauspiel, das eben zum Jahre 1503 spielt. Ja, es ist recht lustig, aber es ist fast unmöglich zu gewinnen, weil nach 2-3 Stunden geht einem das Geld aus, egal was man macht, man kriegt nicht genug Geld. Und ja, da macht es keinen Sinn, weil wenn du in Schulden stehst, kannst du noch begrenzt machen. Und irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr, weil du nur ganz wenig von dem Spielerlebnis eigentlich machen kannst. Also das liegt nicht daran, dass ich so schlecht spiele. Auch andere Spieler haben diese Erfahrung gemacht. Also, ja. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man beim Berg hochkommen würde, weil das dauert wesentlich länger. Oder nicht, ich gehe durch die Mine, weil ich habe hier irgendwo, weil ich habe da überall Hohlstollen aus dem Berg raus. Da beispielsweise, oder da irgendwo ist auch einer. Es sind ganz viele Hohlstollen, aber es gibt auch da einen Eingang. Den zeige ich euch. Und falls ihr wissen wollt, wie ich das mit dem Nether-Portal getrickst habe, wisst ihr, auf FN, F3 blendet man die Koordinaten ein. Und da muss man sich einfach nur Merkpunkt durchrechnen. Geht eh ganz leicht. Also für die, die vorher nicht zugehört haben, ein Block im Nether entspricht 10 Blöcken in der Wirklichkeit. Nochmal sage ich es nicht, aber ich glaube, das reicht jetzt auch. So, wo ist jetzt der Mineneingang? Der war doch hier irgendwo. Hallo? Ah, da ist er. Hier geht's in meine Mine rein. Also ich habe jetzt vorgenommen, euch nicht die Mine zu zeigen, aber ja, ein bisschen was. Also ich muss euch sagen, ja, ich spiele auf dieser Datei schon sehr lange und folglicherweise ist auch die Mine recht groß. Also wir gehen ja nicht mal, ich sehe jetzt nicht einmal ein Zehntel, wenn ich jetzt nur nach Hause gehe. Und es muss ich ehrlich zugeben, es passiert des Öfteren, dass ich mich in der Mine verirre. Warte, achso, nein, das ist... Ja, das ist ein Hohlstollen, der von der Natur war. Da waren Kohle verkommen, soweit ich mich erinnere. Und da geht's rüber auf die andere Seite. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Weil da ist eine Schlucht und die will ich euch zeigen. Eine Ruine. Eine schöne fette. Und es kommen des Öfteren hier Zombies oder Creeper über diesen Steg und dann schubst sich dem ins Wasser. Das ist recht lustig. Also, wenn ihr Zombies verarschen wollt, dann baut sich auch so ein drunter. Also ihr seht jetzt, meine Mine ist schon recht groß und hier ist diese Schlucht. Ich habe sie nur zu einem kleinen Teil erkundet. So, und das ist wieder unser verhasstes Wegsignal. Ich würde sagen, ja, ich fliege jetzt noch schnell nach Hause zurück. Oder nee, ich beende die Aufnahme jetzt und mache mit der Musik nächste Folge weiter. Also dann, ciao Leute und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk Minecraft.